So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir schauen uns heute mal wieder den Greedier Mode an. Die Frage ist jetzt nur mit wem. Wir haben ja noch so ein paar Charaktere zur Auswahl. Und ich muss sagen, wir spielen Lilith ganz spontan. Ich habe jetzt entschieden, wir spielen spontan mal Lilith. Weil die eignet sich für diesen Modus ja wirklich, wirklich gut. Und wir kriegen ein Stem Cells Dingens Upgrade. Okay, was gibt's hier an Items? Die Kohle. Oh, es gibt die Kohle zu kaufen. Und da ist. Warum sollte man. Ne, egal. Okay. Gehen wir hier rein? Nein, tun wir nicht. Wir aktivieren unser Item jetzt und fangen an. Bin gespannt. Lilith sollte ja für diesen Modus sehr, 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 sehr gut geeignet sein. Aufgrund ihres Items. Kriegt ja auch immer zwei Aufladungen. Bedeutet, wenn wir jetzt noch irgendwie den neuen Voltblock kriegen würden, wäre das super. Ne, eine Aufladung kriegt sie. Eine? Eine. Okay. Ist immerhin auch noch genug. Wenn man sieht, was wir jetzt schon an Schaden raushauen, ist das ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Aus meiner Sicht. Oh ja, das ist fantastisch. Auch so viel Schaden würde ich gerne immer machen. Ich habe den Seed gar nicht gezeigt. Das mache ich gleich, nachdem die Runde vorbei ist hier. Okay, jetzt kommen die ganzen Fliegen. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Richtig. Das funktioniert gerade echt gut. Ich bin begeistert. Oh, Hallöchen. Brennendes etwas. Gehen wir bitte auf Distanz. Ich hoffe, das geht in den nächsten Innen auch noch so gut. Das Ding ist jetzt, dass wir immer hier drin bleiben müssen und niemals rausgehen dürfen, weil sonst verlieren wir unsere zusätzlichen... Hallo, nicht in Ruhe. Begleiter. Das wäre schlecht. Zum Glück haben wir noch ein schwarzes Herzchen übrig, weil wenn wir gleich gegen die Bosse antreten, will ich doch unbedingt ein schwarzes Herzchen übrig haben. Weil wegen Devil Deal. Es wäre sehr schlecht, wenn ich das nicht hätte. Nein, du bist der, oder? Du bist der Böse. Nein, du bist der Böse. Du bist der Böse. Warum? Warum der? Warum der? Ich hoffe übrigens gerade, dass meine Nachbarn jetzt nicht entscheiden, gleich einfach mal wieder irgendwie auf die Idee zu kommen, zu bohren. Ach, wieso? Warum? Zwei? Ernsthaft? Zwei? Zwei? Oh Gott. Aua. Habe ich schon mal gesagt, dass ich gerne noch Leben übrig hätte beim Devil Deal und so? Ich glaube, das wird nichts. Ihr Mistviecher! Das ist so ein undankbarer Start. Ernsthaft. Weil ich kann die beiden nicht mehr unterscheiden. Aua. Ich werde jämmerlich sterben gleich. Geht weg. Das ist kein cooler Anfang. Au. Vor allem, wenn ich gleich noch... Ja, ich gehe so oder so, jetzt gleich zum nächsten Boss und versuche, den Devil Deal zu bekommen. So viel dazu, dass die Nachbarn nicht anfangen zu bohren. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich hoffe nicht. Ich probiere es trotzdem. Habe ja nichts zu verlieren. Und was soll schon passieren? Außer, dass ich sterbe. Dann muss ich ja von vorne anfangen. Ist jetzt nicht das Schlimmste, was passieren kann. Du da. Du hässliches Etwas. Geh weg. Geh weg. Geh weg. So, Devil Deal. Wow. Wow. Na gut, wenn man so drüber nachdenkt, ist es nicht der schlechteste Begleiter. Kohle. Mein Herzchen wäre vielleicht nicht verkehrt, aber das hole ich mir erst auf der nächsten Ebene. Und jetzt gucken wir mal, was hier drinne ist. Oh. Okay, das... Das gleicht so einiges aus. Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz hier rein. Aha. Okay, schon mal ein bisschen Geld. Okay, nichts Besonderes. Was bist du? Pretty Fly.
Oh, die hätte ich da drin einsetzen sollen. Naja, kann man nicht wissen. So, der Seed. Das ist der Seed. Bitteschön. Nächste Ebene. Wir haben eine Pretty Fly, einen weiteren Begleiter. Und ich würde sagen, das ist ziemlich, ziemlich gut. Nur Problem ist, diese Kiste wird uns auf der letzten Ebene nicht helfen gegen Ultra Greed. Überhaupt nicht. Tears up. Sehr schön. Oh, 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 ich sehe hier gute Items. Ich sehe hier ein günstiges Herz. Einen Schlüssel kaufe ich gleich auch mal. Wir werden uns definitiv... Best Friends Forever. Ah, hier sind zwei gute Items. Ich glaube nicht. So, Problem ist, wir müssen jetzt leider ohne Begleiter anfangen, also ohne extra Begleiter. Dafür sind wir aber auch ein bisschen stärker geworden, wie zum letzten Mal. Kriegen das schon hin. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, was da oben... Ah, okay. Das ist da gespawnt. Und gleich gibt es unseren ersten Begleiter. So. Haben wir jetzt eigentlich noch eine weitere Fliege bekommen? Nee, haben wir nicht. Das wäre auch irgendwie unfair. Hört mal bitte auf damit. Lass das. Ich brauche unbedingt mehr Geld. Das Best Friends Forever ist so gut auf Lilith. Das ist so stark. Hätten wir jetzt echt überlegen sollen mit dem Schlüssel. Jetzt kann ich mir nämlich das Item nicht kaufen. Nein. Dramatik. Das ist nicht schön. Das ist ziemlich dramatisch sogar. Weil die beiden Items sind wirklich gut. Ja, weitermachen muss ich trotzdem. All Ragman, yay! Er freut mich tatsächlich mal, den zu kriegen, weil der hält jetzt gar nichts aus. Das ist eine der wenigen Male, dass ich mich freue, Ragman als Feind zu kriegen. Ja, komm, schön über die rote Spur. Ja, genau. Hast du fein. Komm, holen wir uns doch ein. Ja, uns fehlt Geld. Das ist schlecht. Autsch. Devil Deal. Krampus. Krampus, nein. Nein, nein, nein. Du böses Etwas. Oh Gott. Ja, toll. Ganz toll. Das Item ist aber so gut. Ich hole mir das hier. Das andere wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Oh, ist das ärgerlich. Da sieht man mal zwei Items, die man haben möchte und kriegt aber gar keins. Also, man schon eins, aber nicht beide. Hätte ich meine Schlüssel nicht gekauft, wobei selbst dann hätte es nicht gereicht. Selbst dann hätte es nicht gereicht. Oh. Ein Herzchen. Wir können für 3. Ja, komm, gucken wir mal kurz hier rein. Toll. Ganz toll. Na gut, nächste Ebene. Ich weiß nicht, ob das eine, ob das Cursed Eye so sinnvoll gewesen wäre oder so schlecht. Yay, Tears Up und Shot Speed Up. Sehr gut. Oh, das Metronom, das hatten wir noch gar nicht. Das will ich kaufen. Ich will wissen, was es bringt. Ich möchte das Metronom kaufen. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Liegen überall Herzchen rum. Und deswegen werde ich jetzt auch glatt mal hier reingehen. Mhm. Erstmal die Feuer aus. Gucken, ob wir eine Pille schon kennen. Nein. 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 Are you a wizard? Relax. Okay. Was bist du? Pheromones. Ich hatte kurz Angst, dass das irgendwie mir Schaden zufügt. Hat das nicht getan. Zum Glück.
Und ich würde mal sagen, wir müssen anfangen. Ja. Hi. Ah, da unten. Ich Gott, nee. Geh weg. Die gehören mit zu den furchtbarsten Gegnern überhaupt, die man mir hier so antun kann. Oh Gott. Oh Gott. Ich fühle mich da etwas überfordert. Ah, oh, was ein Glück. Hehe. Meine Güte. Das ist kein einfacher Run. Definitiv nicht. Ja, wir machen schon mal wirklich gut Schaden. Das muss man einfach mal so zugute halten. Was aber jetzt nicht unbedingt an mir liegt, sondern an meinen Begleitern. Komm, lauft alle hier rüber. Das ist voll gut. Voll gut. Dankeschön. Finde ich gut, dass die einfach über die Brotpampe rüberlatschen. Aber wir haben so viel Schaden jetzt, das ist schon ein bisschen abartig. Gut, dass der schnell gestorben ist. Gut, dass der schnell gestorben ist. Sonst wäre das gerade, glaube ich, ein sehr, sehr kurzer Kampf gewesen. Fürchte ich einfach mal. Gut, dass der schnell gestorben ist. Das ging schnell. Okay, Devil Deal. Schwarze Herzen, okay. Okay, freut mich. Besser als nichts. Die Devil Deals waren aber auch schon mal besser. Die waren auch schon mal besser. Okay, gib mir das Metronom. Es ist ein aktives Item. Schlecht. Kann es sein, dass es mir einen Item-Effekt für einen bestimmten Raum gibt? Wahrscheinlich. Dann behalte ich lieber das hier, weil das verstärkt mich für einen Raum später. Spoonbänder. Oh ja. Oh ja, Spoonbänder. Das ist sexy. Was haben wir hier denn? Noch ein Schlüssel. Ja, das gefällt mir auch. Nehmen wir Schlüssel mit, gehen in die nächste Ebene. Werden da wahrscheinlich weinen, weil wir so gut wie kein Leben haben und nicht gerade viel Schaden machen. Aber das dürfte sich bei Ultra Geek ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen ausgleichen. Ah, ich bin gespannt. Best Friends Forever wäre so ein gutes Item gewesen. Das ist eigentlich ein Must-Have-Item. One-Up. Nicht One-Up, aber... Ein Herzchen mehr, das ist auch schon mal nicht schlecht. Faith up, nur das brauchen wir nicht. Lazos Rags. Warum nicht? Oh, diese Fernbedienung, was macht die denn nochmal? Hatte ich die nicht schon mal? Irgendwie kommt mir die so bekannt vor. Die Items sind es aber irgendwie nicht so toll. Welcher Ebene sind wir nochmal? Okay. Weiß ich nicht, finde ich alle nicht besonders. Und ja, man legt doch ordentlich an Damage zu. Muss man einfach mal so feststellen. Diese ganzen Begleiter werden übrigens langsam ein Problem, stelle ich fest. Woher haben wir überhaupt den kleinen... Au. Hä? Ich frage mich gerade, woher wir den... das Demon Baby her haben. Habe ich was verpasst? Habe ich irgendein Item übersehen? Ach, Cambion Conception. Cambion Conception. Ich glaube, das Cambion Conception ist daran schuld. Das kann sehr gut sein, dass Cambion Conception daran schuld ist. Und ich habe es aber nicht bemerkt. Der Schaden ist schon wirklich gut. Huch. Ha, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Das war jetzt fatal. Vielleicht gibt es noch einen Devil Deal und ich hoffe, da ist was Gutes drin. Oh. Wie gut, dass das so ein halbes Herz Schaden gemacht hat. Ihr dürftet eigentlich keine großen Probleme darstellen.
Sag ich ja. So, Devil Deal. Und wir kriegen... jetzt wird's interessant. Multidimensional Baby ist ein Pflichtitem, finde ich. Das muss ich definitiv mitnehmen. Für Lili ist ein absolutes Pflichtitem. Jetzt stell dir mal vor, wir verdoppeln das. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Dann würde ich auch gern das mitnehmen und auch gern das. Das Problem ist dann nur, ich habe dann nur noch sehr wenig Leben. Lohnt sich das? Ich glaube ja irgendwie nicht. Das multidimensionale Baby ist super. Das dürfte später echt nützlich werden. Aber das da? Ich meine, wir müssten uns halt dann sehr, sehr viele Seelenherzen kaufen. Das wäre halt eine Möglichkeit. Ach komm, wisst ihr was? Ich nehme es jetzt mit. Das auch. Empty Vessel gibt ja sogar noch Seelenherzen, habe ich vergessen. Schwarze Herzen. So. Kein Problem. So, hiervon kaufe ich mir tatsächlich nichts. Wir könnten jetzt in den Raum da gehen und nur ein halbes Herz verlieren. Okay, okay. Machen wir. Und ich stelle fest, es hat sich nicht gelohnt. Dammit. Das war ärgerlich. Egal, nächste Ebene. Wir haben Geld übrig. Wir haben noch ein paar Herzen übrig. Es steht alles zu unseren Gunsten, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist mal übelst gelogen. Range up. Okay. Chaos. Ah, jetzt kommst du mit Chaos an. Jetzt kommst du mir mit Chaos an. Das ist ein Angebot, dem ich nicht widerstehen kann. Ace of Clubs. Convert all. Hatte ich noch nie. Was macht er? Was tut es? Ace of Clubs Convert All. Ich habe keine Ahnung, was der tut. Und das ist ein wenig merkwürdig. Okay, das hat mein Damage erhöht. Was tut der Ace of Clubs? Ich habe keine Ahnung. Oh, Cube of Meat. Schön. So, werden wir uns den Feuern hier widmen? Nö, werden wir hier reingehen? Ja. Bisschen Geld. Ich habe keine Ahnung, was der Ace of Clubs tut. Oh Gott. Bad Luck. Ganz viel Bad Luck sehe ich hier gerade. Jetzt haben wir nämlich zwei multidimensionale Babys. Und ich bin unverwundbar. Yay. Boah, der Damage. Das ist nicht feierlich. Huch. Ich sehe meine Gegner gerade überhaupt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo hier was unterwegs ist. Ich sehe es nicht. Hallo komische Geister, ihr seid auch besiegt. Verwundbar. Oh, ist das schön. Gott, der Damage. Was ist hier los? Au. Ernsthaft? Ich habe dich nicht gesehen. Erstmal wird dich loswerden. Jetzt können wir zum Krampus. Hey, Krampus. Oh. Das ging schnell. Oh, da haben wir noch ein Seelenherz. Aber nehme ich das jetzt mit oder nehme ich es nicht mit? Ich nehme es mit. Das war doof. Verdammt, das war doof. Ah, das ist eigentlich alles recht sinnlos. Ich nehme das hier mit, weil Tears up. Und gib mir ein Herz. Toll, es hat überhaupt nichts gebracht. Danke.
Satan, danke. Echt toll. Was macht jetzt dieser Ace of Clubs? Convert all. Keine Ahnung. Nein, ich will mich nicht spoilern lassen wegen sowas. Macht doch gar keinen Spaß dann. Tja, das ist eine gute Frage. Convert all. Convert all. Convert all. Convert all. Moment. Probiere ich den jetzt hier einfach aus? Aha. Okay. So einen Effekt hat der also. Verstehe ich. Das verstehe ich. Nächste Ebene. Oh Gott, uns geht's gar nicht gut. Uns geht es gar nicht gut. The Shop. Ja, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Das gehört uns. Und ja. Haben wir schon eine Spritze? Wir hatten schon eine Spritze, oder? Nee. Tja, schwierig. Was kaufe ich denn da jetzt? All stats up, then shuffled. Ach komm, gib her. Das war ein Jackpot jetzt. Alle Stats haben sich erhöht dadurch. Das ist der absolute Jackpot, glaube ich. Oh, hohohoho, da kommt ja nochmal richtig viel Geld raus. Noch ein Luck up. Komm, ich kaufe das hier und ich will gucken, was da jetzt rauskommt. Was für eine Karte. The Chariot, Unverwundbarkeit. Cool. Und ich sehe das Messer. Gib mir das Messer. Ich will das Messer haben. Oh ja, ich möchte das Messer. Gehen wir hier rein? Wir gehen hier rein. Kriegen zwei Karten. Justice und High Priestess. Okay. Justice. Okay. Alles klar. Also, das Messer gehört definitiv uns. Aber sowas von. Das Messer gehört definitiv uns. Müsste nur diese Ebene hier überleben. Und am besten ohne Schaden zu nehmen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und unser Item muss aufgeladen sein, wenn wir diese Ebene verlassen. Sonst haben wir auf der nächsten Ebene sehr, sehr große Probleme. Das will ich nicht riskieren. Haben noch ein paar Räume Zeit. Ich glaube, ich werde mein Item jetzt schon nicht mehr aktivieren jetzt. Weil wir kommen gerade echt gut durch. Hallo Stacheln. Hallo? Dankeschön. So, wenn ich jetzt es aktiviere. Es würde nicht reichen. Das heißt, ich aktiviere es nicht. Ich werde jetzt so weiterkämpfen. Etwas übervorsichtig wahrscheinlich, aber sicher. Denn, wie man sieht, die haben eh keine Chance. Okay, Sustain. Autsch. Das war schlecht. Das war ganz schlecht. Okay, wir sind tot. So gut wie. Ich glaube, das ist schlecht. Ja, wir könnten jetzt sterben. Einfach so mal eben für den Damage ab. Könnte es auch sein lassen. Uns aber mal das Messer jetzt holen hier. Damage und HP ab. Damage und HP ab? Oder rerollen? Rerollen. Wir können noch ein Item kaufen. All Stats ab. Ah, All Stats ab. Ich muss es mitnehmen. Ich muss es mitnehmen. Es ist ein All Stats ab. Oder ich kaufe drei Seelenherzen. Ah, das ist schwierig. Das ist jetzt ganz schwierig. Na toll. Was soll ich denn mit Schlüsseln? Ach, ich hätte hier noch einen sprengen können. Was soll ich denn mit Schlüsseln? Da ist auch kein Geld mehr drin. Oh, wie ärgerlich. Ich muss eigentlich die Herzen kaufen. Weil das All Stats Up ist zwar schön, aber es bringt mir nur ein Leben. Und ich kann ja nicht mehr fliegen.
Meine Chancen gegen Ultra Reed sind jetzt schon überproportional schlecht. Ob das so eine gute Entscheidung war, ich weiß es nicht. Ultra Greed, Hallöchen. Ja, vielen Dank auch für das Geld nicht. Okay, Lilith gegen Ultra Greed. Wir sind unverwundbar, wir müssen es ausnutzen. Okay, wir waren unverwundbar, wir sollten uns hier zurückziehen jetzt. Okay, Schlüssel. Schlüssel sind eigentlich schlecht, glaube ich. Sind Schlüssel schlecht? Ich weiß es nicht. Irgendwo hat sich da tatsächlich einer geöffnet hier. Ich krieg dadurch kein Damage ab. Das ist fatal. Uahaha. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mich aktuell nicht wohlfühle in meiner Haut? Wenn es blinkt, abhauen. Okay, es blinkt, wir hauen ab. Okay, ein paar Schlüssel. Dann machen wir zumindest ein paar von weg, so viele wir können. Okay, das hat nicht für alle gereicht, bei weitem nicht. Aber wir machen so viel Schaden, dass wir zumindest die meisten schon mal auslöschen können. Und das sehr, sehr schnell. Nee, 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 nee. Schon wieder Schlüssel. Schnell zerstört sie alle. Das ist nicht gut. Okay, unverwundbar. Haar mein Schild. Werde es nutzen. Blinken wir schon, wir blinken. Lauf, 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 lauf. Noch mehr Schlüssel. Geh weg mit deinen Schlüsseln. Okay, jetzt sind es ganz schön viele. Jetzt sind es ganz schön viele. Ob das so eine clevere Entscheidung war, ich weiß es nicht. Keine Schlüssel. Sehr gut. Ultra Greed, geh sterben, Mann. Dankeschön. Oh. Okay, jetzt wird spaßig. Jetzt wird spaßig. Habe ich schon mal gesagt, dass ich etwas Respekt vor dem Typen habe? Wow. Er soll aufhören. Okay, okay, okay. Wir kriegen das trotzdem hin. Wir kriegen das hin. Ich bin da fest und überzeugt, dass wir es hinkriegen. Muss in Deckung? Muss in Deckung. Oh ja. Das war knapp. Okay. Okay, wo ist er? Da oben irgendwo. Mach die Bombe weg. Irgendwo da hinten. Ich weiß nicht genau wo. Okay, okay. Ran da, ran da, ran da, ran da. Der Typ stirbt noch. Und wieder in Deckung. Kein Risiko eingehen. Wir machen so viel Schaden an ihm, das sollte ausreichen. Da ist schon mal ein halbes Herz weg. Das ist nicht schlimm, das kriegen wir trotzdem hin. Weiß nicht mal genau, ob ich ihn treffe gerade. Glaube ja. Komm her. Komm her. Es ist vorbei. Wow, der nimmt so viel Schaden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Und damit haben wir Duality freigeschaltet. Oh ja. Das lief deutlich besser als erwartet. Deutlich besser als erwartet. Aber sowas von sehr viel besser als erwartet. Du kannst dann, warum ich hier Geld einzahle. Ich mache es aber aus Spaß. Das lief richtig, richtig gut.
Ich bin erstaunt. Nun die Karte hier noch. The High Priestess. Das geht mit Lilith echt gut. Multidimensionale Babyversucher. Das Headless Baby war gut. Die Messer waren definitiv gut. Ich würde sagen, alles zur besten Zufriedenheit oder so ähnlich. Jawohl, Part ist rum. Und wir sind wieder mit einem weiteren Charakter bei Ultra Greed gewesen. Wir waren jetzt schon dort mit Apollyon, mit dem Keeper, mit Lilith, mit Eden, mit Samson. Und das war's. Wir haben noch einige vor uns. Abgesehen davon, dass wir auch nochmal wieder eine Challenge machen müssen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das letzte Mal versprochen hatte. Wenn ja, habe ich vergessen. Tut mir leid. Aber wir haben ja trotzdem noch was zu tun. Nämlich auch noch einige normale Runs. Nämlich mit Isaac, mit Kane, mit dem Blue Baby, mit Samson Azazel, mit Eden the Lost. Ja, the Lost. Mit dem muss ich auch noch zu Ultra Greed. Den habe ich gerade irgendwie übersehen. Mit Lilith, mit dem Keeper. Also wir haben noch genug zu tun. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part. The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.